Ja, hallo, ich habe mal ein ganz kurzes Video für euch, wie ihr ein einzelnes Flugzeug in euer Model Z übernehmen könnt. In der großen Anleitung steht ja, wie ihr das komplett neu aufbaut. Jetzt haben wir den Fall, ich habe ein Flugzeug dazu bekommen und hätte gerne, dass ich auch die Mitflieger mit diesem Modell sehe. Im konkreten Fall handelt es sich hier um die Grumman Goose, die wir hier in dem P3D eingeladen haben. Das fängt wie immer an mit Force Reload P3D in den Stored Own Models. Force Reload. Jawohl, alles herunterladen dauert ja immer einen Moment. Das können wir dann schließen. Und jetzt müssen wir runter scrollen zur Grumman Goose F Real Fly. Dann geht's schnell, so viele G-Flieger gibt es nicht. Da ist die Grumman Goose. Ich nehme mal hier die darin enthaltene FSC-Bemalung. Einmal auswählen, rechte Maustaste drücken, Model Set. Add to own model set, alternativ Alt-Taste plus A drücken. So, das. Dann aufs Model Set wechseln und einmal Save P3D machen. Nicht vergessen, sonst hat das nichts genutzt. Und jetzt könnt ihr die Grumman Goose bei den Mitfliegern bewundern.